und Vorsteherin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Wir haben als Linksfraktion diesen Antrag formuliert als die neuesten Daten zur Entwicklung des Autoverkehrs noch nicht bekannt waren, die in der letzten Woche publiziert worden sind. Sie haben es vielleicht gehört. Die Zahl der Autos in Deutschland ist auf Rekordniveau. Die steigende Tendenz ist nicht gebrochen. Und die Zahl der Zweit- und Drittwagen vor allem nimmt zu. Und leider gilt diese Tendenz auch für Kassel. Und das, obwohl 39% der Haushalte in Kassel gar keinen Wagen haben. Und das, obwohl Kassel ein gutes Angebot an öffentlichem Nahverkehr hat, das übrigens von 58% der Bevölkerung auch sehr wertgeschätzt wird. Und das, obwohl wir wissen, dass Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen erfordern, dass wir den Verkehr und die Verkehrsflächen reduzieren, weil es uns überhaupt keine Möglichkeit gibt, von dieser sozusagen betonierten Welt runterzukommen. Und das gilt insbesondere für die Städte, die da eine ganz große Verantwortung haben, weil es dort eben auch am ehesten Alternativen gibt. Wir wissen, dass man so eine Entwicklung nur mit Push- und Pull-Maßnahmen hinkriegt. Das ist verkehrswissenschaftlich zweideutig nachgewiesen und wir haben ja hier auch an der Uni in Kassel einschlägige Kompetenz. Mit unserem Antrag haben wir jetzt für Kassel ganz konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, die genau diese beiden Elemente beinhalten, Push und Pull, und die das Ziel haben, sehr konkret soziale und ökologische Gerechtigkeit in Richtung Verkehrswende voranzubringen. Gerne sehen wir natürlich, wenn andere Fraktionen bessere und mehr Vorschläge haben. Wir sagen nicht, dass das das Ende der Fahnenstange sein soll, aber wir finden es auch einfach nicht akzeptabel, dass in Mini-Trippelschritten weitergemacht wird und kein klares Signal in dieser Stadt gesetzt wird, dass wir eben nicht nur den einen oder anderen besseren Fahrradweg brauchen, sondern dass wir von der Automobilisierung ein Stück weit runterkommen müssen. 50% bis 2030 sagen diejenigen, die ausrechnen, wie man überhaupt die Klimaziele im Verkehr noch erreichen kann. Jetzt ganz konkret zu unseren Vorschlägen, die Sie ja in dem Antrag vorliegen haben. Ich will sie ganz kurz erläutern. Wir wollen zum einen die Möglichkeit nutzen, die durch die Veränderung des Straßenverkehrsgesetzes geschaffen wurde, dass das Parken von Autos im öffentlichen Raum, insbesondere das Anwohnerparken, angemessener bezahlt werden soll, als es bisher der Fall ist. In Kassel ist da die Spanne zwischen 21 und 30 Euro pro Jahr für einen Parkplatz, der größer ist als ein Arbeitsplatz sein muss. Nur mal so, ist gar nicht so wenig Platz, was da gebraucht wird. Unser Vorschlag ist, dass wir da eine Staffel einführen, die größeren und schwereren Autos sollen mehr bezahlen, 365 Euro im Jahr. Das ist auch ein erprobtes Modell, das in anderen Städten eingeführt ist. Und wenn es ein solches Konzept gibt, ist es natürlich auch möglich, dafür Ausnahmen zu schaffen für Leute, die dringend auf ihr Auto angewiesen sind und das auch nachweisen können. Auch dafür gibt es Modelle, das ist überhaupt kein Problem. Ich wollte nur noch mal sagen zum Vergleich: Jemand, der eine Mietwohnung zum Beispiel bei der GWG bewohnt und einen Parkplatz anbieten muss, zahlt mindestens 120 Euro im Jahr, aber das geht bis zu 1020 Euro im Jahr, die von Mieterinnen und Mietern gezahlt werden müssen. Und das zeigt schon ein bisschen, wie unverhältnismäßig das im jetzigen Zustand ist. Zweiter Punkt, das 9-Euro-Ticket war auch noch nicht da, als wir den Antrag geschrieben haben, aber nach dieser Erfahrung wissen wir, wie wichtig es ist, dass Menschen mit geringem Einkommen oder im Sozialtransferbezug Teilhabe und Mobilität zur Verfügung haben. Jetzt gibt es die Teilhabekarte in Kassel, das ist natürlich besser als nichts, aber 35 Euro sind natürlich eine Stange Geld, insbesondere für Menschen, die jetzt an allen Ecken und Enden unter finanziellen Druck geraten. Und das
deshalb schlagen wir vor, dass die Teilhaberate gleichberechtigt sozusagen als Nulltarifticket im öffentlichen Nahverkehr in Kassel gewertet werden soll. Die anderen Punkte können Sie lesen. Der wichtigste Punkt, den nehme ich jetzt noch raus, bevor meine Redezeit zu Ende geht. Wir wollen, dass die Innenstadt schrittweise autofrei wird und dafür haben wir uns den innersten Innenstadtbereich vorgenommen. Dort gibt es überhaupt keinen Grund, mit dem Auto hinzufahren. Dort könnte man die Fußgängerzone, wie sie jetzt ist, als Sondernutzungszone ohne weiteres ausweiten. Wir hätten dann Plätze, die man begrünen kann. Wir hätten Parkhäuser, die man für kulturelle Zwecke, für Jugendtreffs nutzen kann. Und wir hätten einen enormen Gewinn an Lebensqualität. Wir haben es ausprobiert. Die neue Fahrt autofrei war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Danke, Herr Kalfner.